Hey, ich bin mit MP3-Playern und Streaming-Diensten aufgewachsen und ich bin auch sehr froh darüber. Einige von euch sind noch mit Schallplattenspielern groß geworden und genau so einen hat JBL uns zukommen lassen, nämlich den Spinner BT. Für mich ist das eine ganz andere Welt und für den ein oder anderen vielleicht auch. Also lasst uns mal gemeinsam in diese Welt eintauchen. Und der erste Schritt dahin passiert sofort beim Auspacken, denn es ist nicht alles zusammengebaut und schon fertig zum Musikhören, wie sonst eigentlich üblich. Man bekommt neben Bedienungsanleitung und Netzkabel den Antriebsriemen, einen Aluminiumteller, eine Staubschutzhülle, zwei Scharniere, ein Cinch-Kabel, eine Filzmatte und eine Headshell mit Tonabnehmer einzeln. Zum Glück ist der Zusammenbau aber, dank der Anleitung von JBL, sehr simpel. Der zweite Schritt kommt direkt danach, denn auch nach dem Zusammenbau kann ich noch keine Musik hören. Dafür muss erst der Aluminium-Tonarm richtig eingestellt werden. Dazu gehört das Ausbalancieren, welches über ein einstellbares Gegengewicht läuft, und die Einstellung vom Anti-Skating. Aber ich glaube, ich bin ein bisschen zu schnell. Erstmal zu den einzelnen Komponenten und was diese eigentlich machen. An der Spitze des Tonarms ist eine sogenannte Headshell von Audio-Technica angebracht, welche man abnehmen und bei Bedarf austauschen kann. Ganz vorne, unten an dieser Headshell, ist ein winziger Arm angebracht, der die Unebenheiten in der Schallplatte erkennt und dank dem Moving Magnet System ganz ohne Verschleiß der Schallplatte in elektrische Signale umwandelt. Ach ja, und Anti-Skating ist auch sehr einfach zu erklären. Im Normalfall geht der Tonarm immer weiter zur Mitte und die Kraft ist irgendwann so hoch, dass es passieren kann, dass dieser eine oder mehrere Rillen überspringt. Und genau das wird durch Anti-Skating verhindert. So, nun kann man doch endlich Musik hören. Oh Moment, ich brauche natürlich noch eine Schallplatte. Und da geht der nächste Schritt in diese Welt der Schallplattenspieler auch gleich weiter, denn man muss sich natürlich erstmal eine solche Schallplatte besorgen. Wir hatten zum Glück noch eine liegen, aber natürlich muss man sich die ansonsten kaufen und kann eben nicht einfach nach einem Musiktitel suchen. Das Interessante dabei ist, dass man für 30 Euro gerade einmal 26 bis 30 Lieder bekommt. Im Vergleich zu den ganzen Streaming-Diensten, die es heutzutage gibt, wo man für unendlich viele Lieder 12 bis 14 Euro im Monat bezahlt, ist das meiner Ansicht nach relativ viel. Aber darauf, unendlich viele Lieder zu haben, kommt es glaube ich gar nicht an. Mehr auf diese nostalgische Art und Weise, dazu aber später noch mehr. Jetzt fehlt natürlich noch ein Lautsprecher und hier bietet der JBL Spinner BT zwei Optionen. Einmal ganz modern über Bluetooth 5.2 und einmal über Kabel. Bei beiden war ich sehr überrascht, denn bei Bluetooth hat der Qualcomm aptX HD. Das heißt, so ziemlich der höchste Codec, den es gibt, und dadurch wird die Musik mit einer Bitrate von 567 kbps, einer Abtastrate von 48 kHz und einer Abtastauflösung von 24 Bit nahezu verlustfrei übertragen. Und bei dem Cinch-Kabel kann man entweder ein bestehendes Hi-Fi-System oder auch direkt aktiv Lautsprecher anschließen, da er einen integrierten Phono-Verstärker hat. Sprich, er passt das Signal so an, dass der Ausgangspegel genauso laut ist wie auch bei anderen Geräten. Ich habe mich hier natürlich für die Verbindung via Bluetooth entschieden. Dafür habe ich mal die JBL Partybox Ultimate genutzt, da diese relativ neu ist und mit Bluetooth 5.3 am besten dafür geeignet. Die Verbindung war zudem super einfach. Man drückt den Pairing-Knopf auf der Rückseite des Schallplattenspielers, aktiviert den Pairing-Modus der Partybox Ultimate und nach nicht einmal 3 Sekunden sind beide Geräte auch schon miteinander gekoppelt. Aber nicht nur mit JBL-Boxen klappt das reibungslos, sondern auch so gut wie mit jeder Box, die ich getestet habe, also auch Hama, Yamaha, Vieta und wie sie nicht alle heißen. So, jetzt noch schnell die richtige Umdrehung für den Teller einstellen und dann kann es... Moment, welche Umdrehung brauche ich eigentlich? 33,5 oder 45? Und was ist das überhaupt? Oh Mann, also es gibt sogenannte LP- und EP-Schallplatten. LP steht für Long Play und hat eine Spielzeit von etwa 30 bis 45 Minuten pro Seite. EP hingegen steht für Extended Play und hat Platz für in etwa 10 bis 25 Minuten. Ich habe hier eine LP-Schallplatte und deswegen stelle ich auf 33,5 Umdrehungen pro Minute. So, und nun wirklich. Nach dem ganzen Aufbau, Einrichten und Belesen, wie es denn funktioniert, kann ich den Tonarm hochfahren, am äußersten Rand der Platte platzieren, was ich übrigens vorher auch nicht wusste, und siehe da, Musik. Ich kann diese Musik aus urheberrechtlichen Gründen leider nicht zeigen, aber ich kann sagen, der Klang ist wirklich gut und ohne dieses Knistern und Knastern, was man sonst so aus Filmen kennt.
Über die Partybox Ultimate kommt hier wirklich jedes noch so kleine Detail vom Song rüber und da kommen wir jetzt zum entscheidenden Punkt in dieser eigenen Welt der Schallplattenspieler. Denn ich glaube nicht einmal, dass es hier wirklich so sehr auf den Klang ankommt, sondern vielmehr auf das Erlebnis bzw. diese Nostalgie. Ich meine, ich habe es früher nicht miterlebt, aber ohne Internet, ohne die Möglichkeit, auf anderem Wege seine Lieblingssongs vom letzten Konzert oder der letzten Party zu hören, muss schon wirklich anders gewesen sein. Da war so ein Schallplattenspieler bestimmt etwas richtig Cooles und man hat sich sicherlich total gefreut. Ich habe dafür einfach mal meine Mutter angerufen und gefragt, wie das früher für sie war. Und ich lag mit meiner Vermutung gar nicht so falsch. Es gab davor wohl Tonbandgeräte, mit denen man zum Beispiel aus dem Radio aufnehmen konnte. Das war aber von der Tonqualität natürlich nicht ganz so gut und natürlich auch ziemlich umständlich. Meine Mutter sagte mir, Schallplattenspieler waren schon etwas ganz Besonderes. Von der Tonqualität her waren sie deutlich besser als diese Tonbandgeräte und man hatte einfach viel mehr Songs zur Auswahl. Natürlich nicht so wie heute mit Playlists. Außerdem waren wohl einige Schallplatten damals zum Beispiel in der DDR relativ schwer zu bekommen und dieses gesamte Erlebnis von Hörbüchern oder auch Musik wurde damals ganz anders wahrgenommen. Es hat also etwas sehr Nostalgisches und ich konnte auch mit so einem modernen Schallplattenspieler etwas in den Genuss dieser Nostalgie kommen. JBL legt hier sehr viel Wert auf das behutsame Abspielen von den Schallplatten mit einem besonders schonenden Prinzip dank Moving Magnet, Filz unter der Schallplatte und gedämpften Füßen. Jeder, der vielleicht nochmal diese Nostalgie fühlen möchte, für den ist so ein moderner Schallplattenspieler natürlich super. Für einen Preis von ca. 389 Euro kann man das auch durchaus machen. Aber ich bin ehrlich, ich bleibe bei meiner 1000 Songs Playlist und nehme meine Musik überall mit hin, wo ich bin. Danke fürs Zuschauen, haut rein!